Wir sind ja aktuell in der Gemeinde mitten angekommen in einer Predigtreihe. Wir sind gerade im 2. Timotheusbrief. Und bevor wir heute so richtig in unser heutiges Thema einsteigen, will ich gern nochmal ein paar grundlegende Dinge zum Timotheusbrief weitergeben, die Wolfgang schon ansatzweise auch in der ersten Predigt weitergegeben hat. Und dieses Bild kann uns ein bisschen helfen. Ihr seht hier im Hintergrund an einem Felsen solche Klettersteige mit Treppen teilweise. Und hier unten ist so ein Kletterer, der hier an Sicherungsseilen sich selber festmacht, an Halteleinen. Und ja, so ähnlich ist das mit dem Timotheusbrief und wir gucken dann noch ein bisschen genauer rein, was dieses Bild vielleicht zu tun hat. Aber vorab wollen wir nochmal schauen, wie kann man diesen Brief einordnen. Und das ist eine Chance für die Kinder, die hier im Raum sind. Ich gucke gerade, ob überhaupt welche da sind. So aus dem Blub-Club, weil die könnten nämlich dieses wunderbar Haribo Goldbärchenpackung, Corona-gerecht verpackt, kann man dann auch super teilen. Gewinn, jetzt gibt es irgendjemanden hier, alle Kinder sind weg. Jan, ja. Also Jan, weil ich weiß, dass du das magst, du bist jetzt gleich dran. Doch. Also, ich gebe jetzt 7 Antworten vor. Und Jan darf sich eine aussuchen. Wenn er richtig liegt, wow, darfst du dann mit deinen Kumpels teilen. Also, wenn man sich die Bibel anschaut, da gibt es ganz verschiedene Arten von Büchern, von Briefen. Und es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, weil der Charakter eines Briefes ganz viel mit der Botschaft zu tun hat. Wie wende ich das an? Und es gibt Gesetzesbriefe, die Bücher Mose sind da Beispiele zum Beispiel. Es gibt lehrende Briefe im Neuen Testament, viele, die Paulus geschrieben hat. Der Römerbrief ist so ein ganz klassisches. Es gibt jede Menge prophetische Bücher oder Briefe. Im Alten Testament, hier haben wir mal Jesaja als Beispiel genommen. Im Neuen Testament die Offenbarung zum Beispiel. Es gibt geschichtliche Bücher. Vieles in der Bibel hat geschichtlich erzählenden Hintergrund. Im Alten Testament die Apostelgeschichte, im Neuen Testament ein super Beispiel. Es gibt poetische Briefe, wo die Art, wie Dinge beschrieben werden, einfach poetisch sind. Da waren Künstler am Werk. Das Hohelied zum Beispiel, die Psalmen, die Sprüche. Und dann gibt es poetischen Brief und den evangelistischen Brief. Das sind die Evangelien zum Beispiel im Neuen Testament. Und hier haben wir mal Johannes rausgenommen als Beispiel. So Jan, jetzt steht die Frage, 2. Timotheusbrief, was ist dein Tipp? Juhu! So Jan, du musst ein bisschen fangen. Du bist groß, du kriegst das hin. Super. Der Jan ist halt ein richtig fitter Kinderstundenmitarbeiter. Okay, also es ist wirklich wichtig, sich Gedanken zu machen, wenn man an einen Brief rangeht, welchen Charakter hat er? Was will er uns eigentlich sagen? An welchen Punkten kann ich Dinge rausziehen und wo wäre es gefährlich? Weil ein persönlicher Brief hat den Fokus, persönliche Dinge weiterzugeben. Und da kann ich nicht einfach sagen, das gilt für alle. Wenn wir jetzt weiter in diesen Brief schauen und jetzt uns das Bild noch mal ein bisschen anschauen, was war der Kern oder was ist Kern und Ziel von dem Timotheusbrief? Ich glaube, dass Paulus als Mentor vielleicht seinen Timotheus, der hier unten in der Wand steht, im Blick hatte und gesagt hat, ich will meinen Menti, den ich schon Jahre begleitet habe, den will ich ermutigen, dem will ich helfen, dass er die nächsten Schritte geht. Ich will ihm Sicherheit geben und ihm ein Sicherungsseil anlegen. Ich will ihm
fokussieren, dass er das Ziel hier oben im Blick behält. Und ich will mit ihm nächste Schritte gehen. Und deshalb gucken wir uns mal an und wir finden genau diesen Gedanken, dass nämlich Paulus ganz persönlich Timotheus im Blick hat. Mit einer in dem 2. Timotheus 2, Vers 2 gibt es einen Gedanken, der sich durch diese Kapitel ziehen, der den Blick nach innen hat. Hier heißt es, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauensvolle und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Hier geht es darum, dass Paulus den Timotheus ermutigen will, Jünger zu prägen, Menschen zu formen, dass Gemeinde nach innen wachsen kann. Also dieser Blick nach innen. Der zweite Gedanke, der zentral in diesem Brief deutlich wird, ist der Blick nach außen. Dass Paulus den Timotheus mitnimmt und sagt, und vergiss bei diesem Blick nach innen nicht die Menschen draußen, die Gott noch nicht kennen. Verkündige die Botschaft, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Der zweite Gedanke, den wir in diesem Brief sehen, und dann kommt noch ein dritter dazu und der macht uns deutlich, dass es ein persönlicher Brief ist. Paulus wollte seinen Menti Timotheus unbedingt noch mal sehen, bevor er stirbt. Paulus hat es gemerkt und im 4. Kapitel schreibt er das selbst, dass er weiß, dass seine Zeit zu Ende geht. Er wusste, was vor ihm steht. Er war im Gefängnis in Rom und hat diesen letzten Brief geschrieben. Timotheus war in der Zeit noch in Ephesus. Und er sagt, versuche so bald wie möglich zu mir zu kommen. Versuche, Vers 21 ist das, noch vor Anbruch des Winters hier zu sein. Und dann soll er noch ein paar Sachen mitbringen, Mantel und Pergamente. Aber dem Paulus geht es am allermeisten darum, Timotheus nochmal zu sehen. Da ist was entstanden, da ist eine Beziehung da. Da ging es nicht um Lehrer und Schüler, sondern da waren Herzen miteinander verbunden. Die haben Seite an Seite miteinander für diese ersten beiden Punkte gestritten, sich eingesetzt. Und Paulus hatte Timotheus lieb gewonnen. Und deshalb sagte er, ich will dich noch mal sehen, bevor ich mein Weg zu Ende geht. Und es ist gut, wenn man so einen Brief liest, vorher mal zu überlegen, was könnten so die Zielrichtungen sein, diese Kerngedanken, die Paulus in diesem ganz persönlichen Brief, der oft angereichert ist von vielen Gedanken, anders als in einem Lehrbrief, wo man oft ein großes Thema hat und das zieht sich durch, gibt es in diesen persönlichen Briefen oft viele Gedanken. Und deshalb gucken wir uns jetzt nochmal, bevor wir einsteigen, in unser heutiges Thema an, wie könnte man denn diesem Timotheusbrief zweiten so eine Struktur geben, die uns hilft, uns daran zu erinnern. Und ich habe gesagt, persönlicher Brief, also nehmen wir uns mal eine Person, einen menschlichen Körper und suchen uns mal vier Stellen raus. Wir haben angefangen, Wolfgang hat das gemacht, mit dem ersten Kapitel und da ging es im Gedanken, im Kern darum, dass Timotheus etwas bewahren sollte, nämlich das Erbe, den Auftrag und die Zusagen Gottes. Bewahren hat was damit zu tun, dass wir Dinge gelernt haben, dass wir sie wahrgenommen haben. Deshalb der Kopf mal als Symbol dafür, also Kopf und Verstand, gleichgesetzt mit bewahren, dass wir das für uns vielleicht gut behalten können. Jürgen hat letzte Woche weitergemacht mit dem Körper. Und ich mache heute an dem Punkt auch weiter. Da geht es um Kämpfen. Kämpfe für Jesus und für die Wahrheit. Unser Thema heute ist, für die Wahrheit zu kämpfen. Jürgen hat letzte Woche darüber gesprochen, über viele Themen, wo der Timotheus lernen sollte, dran zu bleiben, zu kämpfen, wie ein Soldat sich einzusetzen für Jesus.
Im Körper schlägt das Herz, das ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen, und das Herz ist unser stärkstes Organ. Das sorgt dafür, dass wir am Leben bleiben. Und deshalb dieser Gedanke des Kämpfens, dran zu bleiben. Nächste Woche geht es weiter mit den Füßen und den Beinen und dem Gedanken, bleibe standhaft. So wie wir mit unseren Füßen feststehen können, werden da Gedanken von Paulus weitergegeben, wo es darum geht, standhaft zu bleiben und den Überzeugungen, die er gelernt hat, treu zu bleiben. Und dann gibt es den Abschluss und wir gehen zu den Händen und Armen über, wo es um etwas tun geht. Verkündige das Wort Gottes zu jeder Zeit im 4. Kapitel. Und vielleicht hilft uns dieses Bild mit diesen Körperteilen. Und ich will euch jetzt an der Stelle schon mal ermutigen zu überlegen, wo ist Gott vielleicht in meinem Leben gerade dabei, einen dieser 4 Bereiche, die so unterschiedlich sein können, anzutriggern. Wo ist Gott gerade dabei, mir was wichtig zu machen? Wir kommen am Ende nochmal darauf zurück. Jetzt kommen wir in unser heutiges Thema. Kämpfe für die Wahrheit. Und kämpfen hat was mit Anstrengung zu tun. Das ist eine Herausforderung. So wie der Kletterer in den Seilen hängt, ist das wirklich Herausforderung. Und wir wollen heute mal so an diesen Text rangehen, dass wir viele W-Fragen stellen. Jürgen hat uns letzte Woche mal eine Möglichkeit vorgestellt, wie man einen Text erarbeiten kann. Wir machen es heute mit ganz simplen W-Fragen. Also was, warum und wie und solche Sachen. Wenn es darum geht, zu kämpfen für die Wahrheit, wäre der erste Gedankengang, was ist denn überhaupt die Wahrheit, wofür ich kämpfen soll? Und hier habe ich einen Vers ausgewählt, der genau in diesem 2. Timotheusbrief steht, wo Paulus Timotheus erinnert, weil, jetzt vielleicht einen kleinen Exkurs, bevor wir in den Vers gehen, den ich euch gleich zeige, in der Zeit, wo der Timotheus in Ephesus war, gab es dort gerade Unruhen in der Gemeinde. Es gab einige Menschen, die haben Irrlehren verbreitet. Die haben sich abgesondert von den Gedanken, die wir in der Bibel finden. Und ganz konkret ging es dort um das Thema der Auferstehung. Da waren also Leute dabei, die haben gesagt, die Auferstehung, die hat schon stattgefunden. Nämlich, die findet statt, wenn du dich bekehrst. Dann hast du automatisch die Auferstehung. Die haben nicht daran geglaubt, dass unser Körper auch neu gemacht wird von Gott und eine Auferstehung erlebt. Und dieser Gedanke hat einige total durcheinander gebracht. Und deshalb ermutigt ihn jetzt der Paulus den Timotheus und sagt, bleib dran an der Wahrheit. Und ich lese uns diesen Vers, der nämlich die Botschaft, diese Wahrheit beschreibt, diesen Kern des Evangeliums. Er ist es ja, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil er es durch entsprechende Leistung verdient hätte, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. Und jetzt sagt Paulus dazu, so sagt es das Evangelium. In diesem einen oder zwei Versen ist kompakt zusammengefasst, was die Wahrheit ist, die Wahrheit des Evangeliums. Jesus hat uns gerettet, er hat uns berufen und wir sind geliebte Kinder und sein Volk. Wir können nichts dazu beitragen. Keine Leistung von uns ist nötig und wird gebraucht und wäre sinnvoll, für unsere Errettung wohlgemerkt. Und diesen Gedanken hat Gott von Anfang an gehabt. Er ist ein Gott, der Gutes gibt, ein Gott der Gnade. Und Jesus, der Retter, hat den Tod entmachtet. Das beschreibt die Auferstehung.
Er hat das Leben gebracht und dieses Leben in Unvergänglichkeit. Wenn es jetzt jemanden gibt, der etwas abweichend von diesem Evangelium sagt, dann spricht die Bibel davon, ist es gefährlich. Weil es dann nicht um unterschiedliche Meinungen geht, sondern hier wird der Kern von Gottes Botschaft verändert. Und das verwirrt Menschen und das bringt Menschen ins Unglück. Ein zweiter Punkt, der zur Wahrheit zählt, ist eine Person. Die ist in dem ersten Vers schon genannt, hier wird es noch deutlicher, 2. Timotheus 2, Vers 8. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Fokus. Gott sagt, bei all den Dingen, die du so siehst und hörst, fokussiere dich auf Jesus Christus. Und jetzt kommt nochmal der Hinweis auf das Problem, was sie in Ephesus gerade hatten, der von den Toten auferstanden ist. Auferstehung. Gott hat die Rettung Jesu durch die Auferstehung bestätigt. Er hat den versprochenen Erretter aus der Nachkommenschaft Davids geschickt. Von ihm handelt das Evangelium. Das ist die Wahrheit und die ist immer wieder angegriffen. Die wird angegriffen. Und Timotheus sollte ermutigt werden, diese Wahrheit im Blick zu haben. Warum sollte jetzt Timotheus dafür kämpfen? Warum sollen wir dafür kämpfen, dass diese Wahrheit immer wieder deutlich wird, dass wir darüber sprechen, dass wir dran sind an dieser Wahrheit? Und deshalb fragen wir als nächstes, warum sollen wir kämpfen? Und hier gibt es viele Aussagen, die wir aus der Bibel rausziehen könnten, die uns sagen, warum ist es gut, für diese Wahrheit zu kämpfen? Ich habe wieder zwei ausgesucht aus dem 2. Timotheusbrief. Die könnt ihr hier sehen, ich fasse sie schnell zusammen. 2. Timotheus 1, Vers 13 und 14, da wird gesagt, diese Wahrheit wird als gesunde Botschaft oder als Wahrheit des Wortes bezeichnet. Die hilft uns und wird für unser Leben ein Maßstab. Wie so eine Leitplanke, wo ein Auto nicht aus der Kurve fliegen kann, wenn man mal ins Schleudern kommt. So ist diese Wahrheit für uns ein Leitgedanke, ein Maßstab, ein guter Maßstab. Und der zweite Punkt, warum es wichtig ist und sich lohnt, dafür zu kämpfen, weil Gott selbst sagt, die Bibel, das, was wir hier lesen, ist kein menschenausgedachtes Werk, sondern hier steht, die Bibel, Gottes Wort, ist vom Gottesgeist eingegeben, wahr und von großem Nutzen. Also alles, was hier drin steht, und mag uns das noch so verrückt vorkommen und klingen, weil es unseren Horizont, unsere Dimension, die wir erfassen können, sprengt, ist wahr und von Gott gegeben. Wir sind da dran, Dinge richtig zu interpretieren und wir werden das nie richtig verstehen, weil das steht im 1. Korintherbrief, dass wir immer nur Teile aus diesem Wort so richtig erkennen. Wir werden aber, wenn wir Jesus sehen, werden uns die Fragen beantwortet, die Dinge, die wir nicht verstanden haben. Und wir sind untereinander wichtig, weil der eine hat die Seite verstanden und der nächste die Seite. Und genau in dem Austausch geht so ein Puzzle zusammen und wir merken, dass Gott uns dadurch ein runderes Bild schenkt. Deshalb lohnt es sich, für diese Wahrheit zu kämpfen und aufzupassen, wo kommen hier falsche Gedanken rein. Und dann habe ich noch eine Sache gefunden in diesem Buch von Arno Backhaus, den mag ich, ein Liedermacher, als ich jung war, Arno und Andreas, hießen die beiden jungen Männer. Jetzt schreibt er lustige Bücher, wo Witze drin sind und lustige Geschichten. Und ich habe eine gefunden, die mit einer ganz tiefen Wahrheit beschreibt, warum es so wichtig ist, für die Wahrheit zu kämpfen. Weil nämlich Menschen verführt werden. In der Geschichte wird Folgendes gesagt. Ich habe einmal folgende Legende gehört. Der Oberteufel fragte, wer will auf die Erde gehen, um die Menschen zu verführen? Da meldeten sich drei tapfere Teufel. Und der erste sagte, du musst mich senden. Ich will den Menschen auf der Erde erzählen, dass es keinen Gott und keinen Teufel gibt. Und dann werden sie mir wohl glauben.
Der zweite sagte, nein, du musst mich senden. Ich will den Menschen erzählen, dass es mit dem Tod aus ist und dass es keinen Himmel und keine Hölle gibt. Und der dritte sagte, sende mich. Ich will den Menschen erzählen, dass es Gott und den Teufel gibt, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt und dass es gar nicht aus ist nach dem Tod oder mit dem Tod, aber dass es morgen oder übermorgen immer noch nicht zu spät ist, um diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Und dieser Teufel schickte er auf die Erde. Denn niemand hätte geglaubt, was der erste und zweite Teufel sagen wollte, aber der dritte. Ich finde eine sehr passende Geschichte, weil sie deutlich macht, dass die Verführung sehr subtil ist, sodass wir das oft gar nicht merken. Da sind Wahrheiten mit Unwahrheiten vermischt. Da wird uns vorgegaukelt, wir haben doch noch Zeit. Das ist die Strategie des Teufels. Und deshalb lohnt es sich und es ist so wichtig. Und ermutigt Paulus den Timotheus, kämpfe, dass die Wahrheit, die der Heilige Geist uns in der Bibel offenbart, dass die so bleibt, wie sie ist. Dass wir nicht damit anfangen, dass sich jeder das Evangelium so zurechtbastelt, wie es ihm am besten gefällt, sondern dass wir dabei bleiben, was Gott gesagt hat, der selbst die Wahrheit ist. Jetzt kommen wir zur nächsten W-Frage. Entschuldigung. Und zwar, wie sollen wir kämpfen? Jetzt geht Paulus ab Vers 14 bis zum Vers 25 in viele kleine praktische Tipps und Hilfen für seinen Freund und Menti Timotheus und hilft ihm Dinge aus der Praxis für die Praxis. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, schaut einfach mal rein. Wir gehen jetzt über die Verse schneller drüber und haben oft ein Stichwort. Es sind praktische Punkte, wie wir kämpfen sollen. Wie sollen wir das machen, wenn jemand falsche Dinge über die Bibel erzählt, wenn wir merken, die Wahrheit wird verdreht, wie sollen wir kämpfen? Und das ist spannend, weil Gott anders tickt als wir. Das erste, keine Wortgefechte, keine rechthaberischen Diskussionen, wodurch Menschen verunsichert werden. Wir hätten wahrscheinlich genau anders reagiert. Wir hätten uns gezofft, wir hätten Argumente gesucht, um uns darüber auszutauschen und Recht haben zu wollen und merken dabei gar nicht, dass der Inhalt des Streits nachher nicht mehr relevant ist. Der Streit ist das Problem. Menschenherzen werden zerrissen, Beziehungen gehen kaputt. Deshalb keine Wortgefechte. Vers 15. Schäme dich nicht, das Wort der Wahrheit kompromisslos weiterzugeben. Schäm dich nicht, wenn du Dinge sagen sollst, weil der Heilige Geist sie dir wichtig macht, die anderen vor den Kopf stößt, wo du denkst, das passt doch nicht mehr in unsere Zeit. Schäme dich nicht. Vers 16, meide gottloses und unnützes Geschwätz und halte dich fern davon. Hier könnte man jegliches Nachdenken über Spekulationen, wenn wir also hier auch in der Gemeinde in der Gefahr stehen, darüber nachzudenken, wie könnte der das denn gemeint haben? Oder hast du das schon gehört oder jenes? Spekulationen, unnützes Geschwätz. Und Paulus sagt, Timotheus, verschwende deine Zeit nicht damit, weil deine Gedanken, dein Herz und deine Zeit wird davon in Beschlag genommen. Vers 19 ist ein bisschen komplexer. Da wird nämlich auf einen ganz wichtigen Punkt hingewiesen, vertraue auf die Wahrheit Gottes und auf sein Wirken. Und dann werden zwei Verse zitiert. Zum einen, der Herr kennt die, die ihm gehorchen oder gehören. Und im Wechselspiel dazu, wer sich zum Herrn bekennt, trennt sich von allem, was unrein ist.
Das will einfach sagen, Gott kennt unser Herz. Gott weiß, ob wir ihm von Herzen nachfolgen. Und dann wird er in uns bewirken, dass wir uns von den bösen Dingen trennen können. Das ist ein Prozess, das geht nicht sofort. Und Paulus benutzt in der Bibel, wenn ihr die vor euch liegen habt, ein Beispiel aus unserem Alltag. Hauswirtschaftliche Gegenstände. Er spricht davon, dass es in einem guten Haushalt verschiedene Gefäße gibt. Da gibt es welche, die sind für ganz besondere Anlässe gedacht. Vielleicht ein tolles Weinglas oder ein tolles Kaffeeservice, was man rausholt für ganz spezielle Zwecke, um einen besonderen Wein zu trinken, um Gäste zu empfangen. Für besondere Anlässe. Und dann gibt es andere Gefäße aus Holz, aus Metall, vielleicht aus Stein. Und wenn wir jetzt nochmal in die damalige Zeit gucken, in die Antike, die hatten nicht immer gleich das Wasserspülklosett um die Ecke. Deshalb hatten die manchmal Gefäße, die unterm Bett standen. Und wenn die dann mal nachts mussten, dann haben die diese Gefäße genutzt. Und jetzt sagt Paulus, diese Gefäße, die so unterschiedlich in ihrer Zielrichtung sind, die werden nie miteinander vermischt werden. Du wirst nie Wein aus so einem Pullertopf trinken wollen. Oder umgedreht in so einem Weinglas pinkeln. Und dieses simple Bild macht uns deutlich, dass das nicht zusammenpasst. Und dass, wenn wir Gott angehören, dass wir dann berufen sind, gute Dinge zu tun, die er vorbereitet hat. Und uns fernhalten sollen von den Dingen, die nicht gut sind für unser Leben. Das ist also dieses ganz praktische Bild, was er benutzt. Wir steigen in Vers 22 ein. Da geht es jetzt um Leidenschaften. Dass der Timotheus sich nicht, der war noch sehr jung, in den jugendlichen Leidenschaften verfängt. Sondern dass er festhält an Gerechtigkeit, Vertrauen, Liebe, Frieden. Schlagworte aus Zeitgründen können wir jetzt da nicht näher drauf eingehen, aber dieses Stichwort, lass dich nicht hinreißen von Leidenschaften, die dir nicht gut tun. Und jetzt noch ein Sammelsurium an guten Tipps im Vers 23 bis 25. Streite dich nicht, sei freundlich, lehre und argumentiere überzeugend, sei geduldig mit schwierigen Menschen und hilf ihnen, den richtigen Weg zu erkennen. All diese Empfehlungen, wie wir kämpfen sollen, sind irgendwie komplett gegen unsere Natur. Wir verbinden vielleicht mit Kämpfen richtig Kraftanstrengung, Durchsetzungsvermögen, Kraft. Wir merken, dass Gott ganz anders ist und dass er zum Ziel kommt, indem er durch Liebe wirkt. Und all diese Empfehlungen, die Paulus hier an Timotheus weitergibt, sind von Liebe durchzogen. Mit dem Gedanken, und jetzt kommen wir zum Letzten, was passiert? Mit dem Gedanken, dass Ketten gesprengt werden. Dass die Menschen, die sich durch diese Irrlehren gedanklich und von ihrem Herzen verrannt haben, dass die befreit werden. Dass Streit gelöst wird. In dem Vers hier heißt es, der letzte in unserem heutigen Text, Vers 26, vielleicht gibt Gott ihnen ja die Möglichkeit zur Umkehr, sodass sie die Wahrheit erkennen und zur Besinnung kommen. Dann können sie sich aus der Schlinge befreien, in der sie der Teufel gefangen hält, um ihnen seinen Willen aufzuzwingen. Das ist der Gedanke, warum Paulus den Timotheus so ermutigt und sagt, bleibe dran, kämpfe. Und ich hatte euch am Anfang dieses Schema mit diesem Bild eines Körpers gegeben, weil ich euch nochmal zum Abschluss ermutigen will und fragen, was ist im Moment vielleicht dein Bereich, wo Gott dich fördern will, wo Gott dich ermutigen will, so wie damals Paulus ganz persönlich Timotheus im Blick hatte. Vielleicht ist bei dir die Frage des Bewahrens dran,
dass du Dinge, die du von Gott gelernt hast, die du im Herzen hast, die du in deinem Kopf hast, Erfahrungen, die du gesammelt hast, dass du dir die wieder aufrufst und sagst, ich will mich erinnern, ich will bewahren. Oder vielleicht ist bei dir das Kämpfen dran, das, was heute dran war und auch letzte Woche bei Jürgen, dass du Entscheidungen in deinem Herzen treffen musst und sagst, ich will, dass Gott mich verändert und dass ich zum Segen bin für andere. Vielleicht ist aber auch das Bleiben und Bewahren dein Thema. Mit den Füßen festzustehen, treu zu sein, an dem festzuhalten, was Gott dir wichtig gemacht hat. Oder du sollst gehen und sollst verkündigen mit den Händen. Egal, was Gott mit dir vorhat, glaube daran, dass er es gut meint. Und bewege diese Frage in deinem Herzen und sage, Gott, ich bin bereit. Ich bin bereit, dass du mit mir den nächsten Schritt gehst. Ich will gern mit uns beten und Gott einladen, dass er für jeden von uns genau die Botschaft ins Herz legt, die für jeden von uns dran ist. Lieber Jesus, ich will dir danken, dass du selbst die Wahrheit bist, der Weg zu Gott, unserem Vater. Und dass wir dir der Wahrheit nachfolgen dürfen, dass es sich lohnt, für diese Wahrheit zu kämpfen. Und du bist der Herr, der durch den Heiligen Geist uns auch das Handwerkszeug zum Kämpfen geben möchte. Und wir bitten dich, dass du unser Wesen, unseren Charakter so veränderst, dass wir gewinnende Kämpfer sind. Kämpfer, die voller Liebe kämpfen und die anderen im Blick haben, die gewonnen werden sollen, die sie nicht als Feinde wahrnehmen, sondern als Menschen, die gewonnen werden sollen. Wir bitten dich, dass du uns fähig machst dazu, dass du uns hilfst, dass wir selber so nah an deinem Herzen sind. Und egal, welches Thema für uns dran ist, ich bete dafür, dass jeder von uns das von dir wahrnimmt durch deinen guten Geist und dass wir uns dem stellen und uns mit dir so den nächsten Schritt an der Kletterwand gehen. Den nächsten Schritt, wo wir uns anseilen und sagen, Jesus, wir gehen dir hinterher, wir glauben, dass du uns gut führst. Herr, bitte, geh mit uns weiter und wir danken dir, dass du uns nicht fallen lässt, dass du so treu bist. Wir vertrauen dir, unserem Herrn. Amen.